Also, Feldbesetzungen vorbei. 2009. Genau, wir waren bei der seltsame Felder aus, unter anderem dieses Gerstenfeld. Ja, ach stimmt. Jetzt ja, stehen genau. Da die Zäune. Dann passierte Folgendes, also im Mai 2009 war plötzlich in der Nacht etwas Unruhe und viel Geschrei und dann Licht und später kam auch noch Polizei und da war irgendwie eine Weltbefreiung. Hat er stattgefunden. War das, wo eine weibliche Stimme auch zu hören war? Nee, war das zweite Mal, glaube ich. Jedenfalls, ja, war da offensichtlich, also am nächsten Tag, die Wachmänner war, das war die Zeit, wo die Wachmänner noch durchs Dorf gehen durften. Und weil das ja auch ziemlich langweilig ist, sich ab und zu auch mal mit den Nachbarn unterhielten oder auch mal mit unserem Sohn. Und der erzählte uns auch, dass da irgendwas stattgefunden hat. Also das Feld sei überfallen worden, wie er sagte. Und hinüber. Ich war nicht dabei. Nein, ja. Aber ich glaube, die Formulierung war hinüber. Jedenfalls nicht, als wir das euch erzählt haben. Das Interessante war bloß, dass das irgendwie überhaupt nirgendwo auftauchte. Also es wurde überhaupt nichts gesagt in den Nachrichten oder irgendwo anders. Auch im Standortregister. Ein paar Tage später, ja, aber wesentlich später, ich glaube 2 Wochen später oder so, stand dann im Standortregister drin, dass das Feld neu angesiedelt wird aufgrund einer Feldzerstörung. Also das hieß, das war die offizielle Beschädigung. Das war das Gerstenfeld, ne? Das Gerstenfeld, ja. Genau. Das war die offizielle Beschädigung, dass das Feld offensichtlich zerstört bzw. befreit wurde. So, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Und ja, dann wurde das Feld neu angelegt und da stellte sich dann für uns die Frage, also ich hatte bis dahin das Standortregister so verstanden, jeder, der gentechnisch veränderte Pflanzen ausbringen will, muss das dort anmelden, das wird eingetragen. Und das, was da drin steht, ist erlaubt und gesetzt. Und nun schaute ich da rein und da stand ja, dass ein Feld erlaubt ist mit 9 Quadratmetern. Und wenn ich jetzt auf den Acker hinter meinem Haus guckte, standen da 2 Felder mit 2 mal 9 Quadratmeter. Altes und Neues. Ja. Das Alte war noch da, das haben die weiter genau. Wachsen auf lassen. Genau, auf dem Alten wuchs nach wie vor die Gerste und die stand dann auch über 50 cm schon hoch. Und damit war für mich ein Widerspruch. Also da waren 2 Felder und im Standortregister stand nur 1. Und da dachte ich mir, irgendwas stimmt hier nicht. Das irgendwie, und habe mich dann versucht irgendwie zu erkundigen. In der Zeit, haben wir auch engen Kontakt mit Burkhard Holoff geknüpft, weil wir natürlich dann so erstmal unsere Fühler ausstrecken mussten, die BI, wurde uns aber auch angekündigt, die BI war so ein bisschen, hatte sich ein bisschen zurückgenommen, auch aufgrund von persönlichen Sachen und so weiter, was alles auch nachvollziehbar ist. Mit euch hatten wir kennengelernt und versucht da immer in Kontakt zu bleiben, sich auszutauschen. Ja, und dann habe ich das mit dem Feld, hatten wir besprochen und da habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal eine Anzeige an das Landwirtschaftsministerium, an die entsprechende Behörde, die dafür zuständig ist, was die Felder betrifft. So, da passierte erstmal gar nichts. Ich kriegte dann irgendwann Post, dass die Anzeige eingegangen ist und an die entsprechende Stelle in Rostock weitergeleitet wird und es passierte wieder nichts. Und dann hatten wir irgendwann die Nase voll und da bist du einfach zur Polizei gegangen und hast dort Anzeige gemacht bei der Staatsanwaltschaft und bei der Polizei, dass dort 2 Felder stehen. Ja, ungefähr so. Genau, so war das, ja. Und dann, das war glaube ich an einem Freitag oder an einem Samstag und am Montag war plötzlich die hellste Aufregung. Also da ging das dann durch die Zeitung, dann ging es durchs Radio und überall wurde von dem 2. Feld gesprochen und von einer Anzeige und Frau Schmidt sagte plötzlich gar nichts mehr am Telefon. Zumindest war das so bei uns angekommen. Und auf dem Feld war dann wann die Aktivität gewesen, dass plötzlich abgespritzt wurde? Ja, und dann war das Feld, wurde das Feld abgespritzt, also wurde das alte Feld plötzlich behandelt, irgendwie abgespritzt und dann wurde frech behauptet, das ist schon vor der Anzeige passiert. Wo wir aber dann, ja, sagten, nee, da war ja niemand auf dem Feld gewesen, also es wurde einfach dreist gelogen, ne? Und du kriegst dann auf deine Anzeige hin irgendwie noch Post vom Staatsanwalt, dass das alles rechtens ist. Ja, das war sehr interessant. Mhm. Also die haben dann herausgefunden, dass wenn man eine Genehmigung hat, darf man damit mehrere Sachen machen. Also wer da irgendwann mal so eine Baugenehmigung kriegt für so ein Haus, da dürft ihr wahrscheinlich auch 10 von bauen. Also ja, 2 Jahre. Man kann das nur daraus, ja vielleicht auch 4 oder so etwas, also keine Ahnung. Die haben halt nur 2 gemacht, ist ja auch teuer.
Aber auf jeden Fall fand ich das eine interessante Begründung. So, also unmittelbar eingeleuchtet hat mir das nicht, aber vielleicht sollte das auch rauskommen als Ergebnis. Die Polizei forderte dann noch eine Zeugenaussage von uns, die wir in diesem Fall auch mal bereitwillig gemacht haben. Und die Polizistin guckte recht optimistisch. Das ist eine Straftat, so nach dem Motto. Ne? Aber das war es dann auch. Also, warum habt ihr denn kein Foto gemacht? Doch, wir haben doch, es gibt Fotos. Es gibt super Fotos, davon alles gezeigt. Aber es war dann zum Schluss eben keine Straftat mehr. Also die haben das ja auch nicht bezweifelt, dass da zwei Fälle standen. Ja. Also, das mussten wir ja gar nicht beweisen. Sie haben es im Nachhinein so rumgedreht, dass es eigentlich erlaubt war. Ja. Also ich kriegte dann 4 Tage später, nachdem das überall bekannt gemacht wurde, dass dort eben offensichtlich 2 Felder stehen und so weiter, kriegte ich dann plötzlich einen Anruf von der zuständigen Behörde aus Rostock, dass das alles legal sei. Also die Behörde hätte diese Genehmigung erteilt. Aber das konnten die mir 3 Wochen vorher nicht mitteilen. Ne? Ich hatte ja meine Anzeige schon 3-4 Wochen eher gemacht. Also, was habt ihr denn von den Versuchen überhaupt mitgekriegt? Naja, dann, wenn sie angelegt wurden, das hat man mitbekommen. Ne? Und dann standen halt praktisch diese Parzellen waren zu sehen und dann wurde irgendwann ein Vogelnetz drüber gemacht. Ja, und ansonsten war das passierte eine Touristenattraktion, da ja also für Rentnerfahrten, für FDP-Wahlkreis, wie hieß das? Habach-Kasan. Genau. Kamen dann Busse an und dann hörten wir, wie dann auf die bösen Aktivisten geschimpft worden sind. Das war ja 2009, aber Bundestagswahlkampf. Ja. Genau. Eine Art Kaffeefahrt. Ich weiß nicht, über welches Reisebüro man das buchen kann, aber zumindest über die FDP. Wo ist das? In Ratzeburg war das. Ja. Ja, das ist ja eine Lösung, muss ich als Pointe, ne? Also ich bin ja aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein, was ordnungsgemäß sogar, also historisch zu Mecklenburg-Vorpommern gehört, da ist mal so eine Grenzbegradigung gemacht worden, weil so ein Teil von Schleswig-Holstein hinter dem Schalsee keine Landverbindung gehabt hätte, dafür sind 3 Dörfer in der Nähe von Ratzeburg zu Schleswig-Holstein gekommen, eins davon ist Bäck, also das ist auch sehr sparsam im Buchstabengebrauch da, also B-E-K, da bin ich aufgewachsen, inzwischen bin ich da ja noch nicht mehr. Aber jetzt ist Habach-Kasan, also eine der großen Marktschreierinnen der Agrogentechnik, FDP-Bundestagsabgeordnete, die wurden ausgerechnet in diesem kleinen 700-Leute-Kaff. Irgendwie haben wir aber vielleicht auch Glück gehabt, dass wir nicht zeitgleich da wohnen. Das denke ich schon. So, und Studenten sind dort auch zu sehen. Das fällt mir gerade bei deiner Frage ein. Also es gab eine, ich glaube, das war 2009. Ja, das kam ein Bus, wir haben direkt, wenn man rausguckt, sieht man, genau, so eine Wendeschleife, wo der Schulbus dann rumfahren kann und da hielt ein Bus und dann kam ein ganzes Rudel Studenten und Frau, ich kannte sie sonst nur von Fotos, Frau Pröhr vorneweg. Denke ich, na gut, jetzt geht er zum Feld und wird sie ihnen erklären, was das alles für tolle Sachen sind. Und dann habe ich gedacht, und nimmst du so einen Stapel unter den Arm und stellst dich vor das Grundstück. Also da mussten sie ja wieder vorbei. Und versuchst mal die andere Seite der Argumentation dort anzubringen. Ne? Also wir waren nicht ganz wohl dabei, weil das sind ja Leute, die sich tagtäglich in dieser Materie beschäftigen. Jedenfalls kamen die zurück. Und ich sagte dann laut und deutlich, na, wenn es jemanden interessiert, jetzt haben Sie die schöne Seite von GVO kennengelernt. Vielleicht interessiert Sie, was die Dorfbevölkerung oder andere Leute darüber denken. Und die ist mehrheitlich dagegen. Da gab es keinen, der das Heft abnehmen wollte erstmal. Also die Studenten ganz nach einem Moment, ganz hörig erstmal. So, dann gab es, glaube ich, einen einzelnen Student, der sich traute, das Heft zu nehmen. Und dann kam Frau Prohr ganz locker und, ja, was haben Sie denn da? Was, das von diesem Kriminellen? Ja, dieses Heft. Und dass Sie das verteilen. Und dass Sie das, ich habe mich noch nie mit ihr irgendwie zu tun gehabt, noch nie irgendwie. Dass und dann Sie hat das sie das verteilen, auf den Stapel raufgeschmissen und in dem Augenblick kamen alle Studenten herbei. Plötzlich, also sie ging dann weg und plötzlich kamen die vorne schon vorbeigegangen sind, unauffällig zurück und holten sich alle dieses Heft. Also ich hatte nur noch einen kleinen Rest davon. Also damit hat sie selber das unter den Studenten publik gemacht. Es gab dann noch so einen Schlagabtausch, du standst in der Tür, also so 20 Meter entfernt. Und
sie sagt, und dann ging es um Tourismus, ja, also sie fährt gern nach Kanada, weil es geht ja darum, dass Kanada zum Beispiel keinen Bio-Raps mehr anbauen kann, weil alles gentechnisch verseucht ist dort. Und ja, doch, also deshalb fahren die Leute trotzdem nach Kanada, ne? Also mit dem Tourismus, also kann sie kann ja nichts dafür, wenn wir jetzt keine Touristen mehr kriegen könnten, aber das könnte nicht der Grund sein. Ne? Und das war ja alles so ungefährlich, genau. Ja, es ist ungefährlich. Also eigentlich, man müsste mit uns mal richtig reden, damit man uns davon überzeugt, dass das ungefährlich ist. Also bei der Gelegenheit hattest du aber Frau Professor Bohr zum Beispiel zu unserer Infoveranstaltung eingeladen. Ach so, richtig. Weil wir haben nämlich dann angefangen, uns zu überlegen, was können wir jetzt einfach machen, um aus dieser Mahnwache heraus und aus der ersten Veranstaltung, um das irgendwie weiterlaufen zu lassen. Und ja, wir haben uns so vorgestellt, Mensch, so viel wie möglich Leute irgendwie zusammenzubringen. Und ja, gerichtlich haben wir ja gemerkt, oder mit den Einsprüchen und so weiter, das bringt auch alles irgendwie nichts. Aber wenigstens irgendwie Leute mobilisieren, dass man seinen Unwillen immer wieder zeigt. Dann war noch ein sehr glücklicher Umstand, dass also die Gemeinde 100% hinter uns stand, die Bürgermeisterin als auch die Gemeindevertreter. Das äußerte sich eben zum Beispiel auch darin, dass die sofort am Wochenende uns die Fläche für die Mahnwache zur Verfügung gestellt haben, gesagt haben, okay, die Mahnwache kann auf gemeindeeigenem Grund und Boden stattfinden. Die Gemeinde hat sich, ja, das sehen. Kann dann auch ja, nochmal ja. Der Gemeindevertreter machen, Herr Arzell. Ja, das war das. Und wir hatten dann zum 1. Juli eine Infoveranstaltung organisiert, wo wir gesagt haben, okay, alles trifft sich bei uns, dann kann man sich da unterhalten und so weiter. Man geht mal zum Feld, macht dort sozusagen eine Besichtigung, zumindest von außen, und man kann sich dann darüber noch austauschen. Und in dem Zusammenhang hast du nämlich Frau Bohr zu dieser Veranstaltung eingeladen und sie hat es rigoros abgelehnt. Das nochmal nehme ich auf das vorige Thema. Das war sicher noch ein guter Umstand und eine Zeit, wo von der Seite aus durchaus an Infoveranstaltungen teilgenommen wurde. Also wir haben das dann eigentlich nur noch so wahrgenommen, dass da permanent geblockt wurde, also auch wenn man die Leute eingeladen hat. Sie meinte dann, nein, sie sei ja nicht eingeladen, deshalb kommt sie nicht. Und Andreas erwiderte, ich lade sie doch gerade ein, aber da führte dann eigentlich kein Weg mehr hin. Das war dann diese Inspektion. Genau, das war genau. Am 1. Juli. Und das war Inspektion. Ja dann auch nochmal eine spannende Nacht, das weil ich kann mich erinnern, ich war ja da, bin ja mit Leuten da rumgerannt und dann bin ich ja gefahren und dann bekam ich einen Tag später einen Anruf von der Ostsee-Zeitung. Aber da war irgendjemand anders hier für den Regionen zuständig. Mir fällt der Name ja jetzt im Moment nicht mehr ein. Der war hier so regional der Mensch. Und der fragte mich, ob ich der Auffassung sei, so der geistige Brandstifter zu sein von dem, was dann da ablief. Und ich erst mal so, was ist denn da abgelaufen? Das hätte erstmal ja gesagt. Und dann war da wohl in der Nacht, nach der Inspektion, nochmal wieder die Klamotte, die war ja neu ausgesät, wieder angegriffen worden. Und jetzt ist, ist sehr intensiv in den Medien gekommen. Das war diese Story, dass da irgendein Wachschützer ganz stark verletzt worden sein soll. Und das taucht an verschiedensten Stellen auf, immer so ein bisschen widersprüchlich. Und aber immer mit der Quintessenz von wegen, ja, totale Gewalt und eskaliert jetzt alles und Wachschützer werden angegriffen und verletzt, was aber letztlich dann irgendwo sich als Quatsch herausstellte, weil also der Wachschützer selber war. Man muss dazu sagen, unser Schlafzimmerfenster ist wirklich in Richtung des Feldes und das kann man in der Stadt vielleicht nicht so nachvollziehen, aber man hört wirklich sehr weit Geräusche. Ja. Also man hört, man hört nicht genau, was sie sagen, aber man hört genau, wenn sich die zwei Leute dort unterhalten oder so. Ne? Und dadurch gibt es Situationen, wo man einfach wach wird, weil da Wuling auf dem Feld ist. Ne? Also das ist einfach so. Da braucht man gar nicht drauf warten. Und an dem Tag weiß ich genau, dass von dem Punkt, wo es Krawall gab, bis zu dem Punkt, wo die Polizei kam, war eine gewisse Zeit, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber ja, was? Halbe Stunde ist normalerweise die Reaktionszeit der Sarnitzer Polizei zu uns. Also die normale Zeit sind 10 Minuten. Halbe Stunde ist schon viel, also viel. Aber der Krankenwagen kam erst viel, viel später. Und am nächsten Tag hieß es, Wachmann verletzt. Ja. Und dann hieß es gebissen. Ins Gesicht gebissen. Und wir überlegt, was könnte das die Nase sein? Ja, irgendwie was, also, und
aber wie gesagt, es ist recht langweilig für die Wachleute, also haben wir uns dann in den nächsten Tagen mit dem Wachmann dort unterhalten und der hat uns ganz klar geäußert, also naja, der ist in den Finger gebissen worden, weil er versucht hat, jemanden zu überwältigen. Die wollte sich, war wohl noch weiblich, ja, also wie er das sagte, die wollte sich nicht überwältigen lassen. Und, naja, also es ist fürchterlich dramatisiert worden. Also er ist auch am Tag darauf wieder zum Dienst gekommen. Er ist am Tag zu Hause geblieben, aber das wäre er ja in jedem Falle, weil er Nachtschicht hat. Also, aber diese Story wurde genommen, um diese Verwerflichkeit dieser Aktivisten dort nochmal vorzuführen, die ja wirklich mit Gewalt gegen Wachleute vorgehen. Ne? Das führte dann auch zu Diskussionen in Verbänden und so weiter oder Parteien, also großes Aufschreien und Distanzierung. Ich habe das jetzt im Einzelnen nicht mehr im Hinterkopf, aber wir mussten dann immer wieder erklären, Kinders, also erstens glaube ich nicht, dass, also dass der angegriffen, so nach dem Motto, jetzt gehen wir mal los und verkloppen so einen Wachmann, ne? Das war nicht der Hintergrund der Geschichte, sondern der Wachmann wollte jemanden fangen und derjenige wollte sich nicht fangen lassen. Ne? Also gab es noch eine Diskussion im Staatsschutz, inwiefern die Leute auch berechtigt wären. Ich meine, wir kennen die Wachleute, das sind zum Teil Hartz-IV-Empfänger, die dann wirklich aus praktisch Arbeitslosigkeit herausgeholt werden und über Nacht dort eingesetzt werden, ohne eine Ausbildung oder sonstiges. Also eigentlich waren wir uns einig, dass sie, selbst wenn sie es gedurft hätten, es nicht gekonnt hätten. Also jemanden ordnungsgemäß festzunehmen. Ne? Aber diese Story wurde sehr breit ausgewalzt und alle schrien, da sind Menschen verletzt worden. Ja, aber eigentlich unterm Strich. Und dann war es ja 2009 herum, 2010 war glaube ich ein bisschen ruhiger. Und dann war es war ruhiger, sicher, ja. Sag mal, ruhiger jetzt, was du meinst, die Weltbefreiung, ja. Das ist richtig. Aber ja. Ich sag mal jetzt, was den Widerstand an sich betrifft oder die Zusammenarbeit, so, ne, das haben wir eigentlich versucht dann beizubehalten. Das ging immer weiter. Genau. Und dann kam 2011. Genau, 2011. Die Versuche wurden eigentlich immer mehr, kann man sagen. Also die angemeldeten Versuche auf die Fläche wurden immer mehr. Wir haben dann jedes Jahr immer geguckt und gebippert, was kommt jetzt von den angemeldeten Versuchen. Dann hat man immer gehofft, dass also je nach Vegetationszeit, also gut, der Mais kommt jetzt nicht mehr, weil es einfach zu spät ist, oder die Kartoffeln kommen offensichtlich nicht mehr. Ja gut, dann kriegte man wieder neue Überraschungen, dass plötzlich die Zuckerrüben von Monsanto dazu kamen, obwohl die eigentlich ursprünglich nicht für Tullendorf gedacht waren. Ne? Also das war immer so eine Zitterpartie am Anfang des Jahres. Ja, dann haben wir die Infospaziergänge gemacht und versucht, uns bei anderen Veranstaltungen mit einzubringen, jetzt zum Beispiel beim BUND, als Andrioli kam und Percy Schmeisser und so. Ja, und 2011 war dann insofern nochmal ein sehr spannendes Jahr, dass Anfang Juli die gleiche Situation wieder war, dass da nachts was zu hören war und die Wachleute auf dem Feld irgendwie riefen und schrien und die Scheinwerfer hin und her gingen. Und dann die Polizei gefahren kam und die ganze Nacht über dort, was weiß ich, da Untersuchungen machte und sich dann rausstellte, da waren Leute unterwegs, die das Feld kürzer gemacht haben. Wir konnten nirgends und niemals verhehlen, dass wir mit Akten des zivilen Ungehorsams kein Problem haben. Das mag uns der eine oder andere übel nehmen, aber ich glaube, der Erfolg hier in Mecklenburg ist nur wirklich durch das Zusammenwirken von bis, oder durch das Präsentsein von bis, so sage ich das mal, von bis, also von zivilen Ungehorsam, deshalb werden wir auch von Feldbefreiung sprechen und von Feldbesetzung und nicht Feldzerstörung, weil wir den Schaden, der eigentlich durch das Ausbringen von GVO angestellt wird, wesentlich höher ist als der durch die Leute, die da viel riskieren, wenn sie auf die Felder gehen. Also der finanzielle Schaden, der dann erklärt wird, das hat so und so viel gekostet. Das ist erstaunlich, was da so mit kleinen Feldern dann an Werten plötzlich bringen. Aber das ist wahrscheinlich eine Widerspiegelung der Fördermittelgeschichten, die da wirklich dahinter stecken. Na, aber ich
wir haben eigentlich daraus nie ein Hehl gemacht. Ne? Also was wir in diesem Zusammenhang praktisch diese Form des zivilen Ungehorsams okay finden. Auf der anderen Seite haben wir genauso versucht, 2011 zusammen mit Christiane Lüst und der Aktion Genklage den regelmäßigen Rapport der einzelnen Staaten, in diesem Fall Deutschlands, vom Sozialausschuss, das ist der Menschenrechtsausschuss für den Sozialpakt, im Parallelbericht die Gentechnikverbreitung anzuklagen, als eine Form, die die Gesundheit, die Wahlfreiheit, die Forschungsfreiheit, also Sachen, zu denen sich ja Deutschland bekannt hat, dass sie diese Sachen also praktisch ignoriert werden und haben einen kleinen Erfolg damals erzielen können. Das ist in dem Bericht von dieser Menschenrechtsorganisation der UNO aufgenommen wurde. Das half uns, diese Sache hier in Mecklenburg-Vorpommern publik zu machen. Die Geschichte selbst hat keinen der Macher der Gentechnik, also weder Frau Schmidt noch Frau Brohr, noch wirklich den Staat interessiert. Also das ist mehr die Frage, dass es uns geholfen hat, auf das Problem immer wieder aufmerksam zu machen. Und wenn man wirklich hinter die Argumentationsketten guckt, wie die, also was die Konzerne sagen, ja, wie sie darauf reagieren, so muss man sagen, am meisten treffen sie neben der allgemeinen Abneigung die Feldzerstörung. Das sagen sie selber. Ja? Nicht, dass wir demonstrieren. Das ist alles wichtig und richtig und gehört zusammen. Nicht, dass wir vor der UNO die BRD anklagen, sondern unterm Strich tut es ihnen weh, wenn die Felder kaputt gemacht werden. Das war ein interessantes Zitat, fand ich. Also diese Aktion, von der ihr berichtet habt, 2011, da gab es 48 Stunden später eine fast identische Aktion in dem zweiten großen hochgesicherten Zentrum in Üpplingen, was ja auch von Kerstin Schmidt mitbetrieben wird, nach dem gleichen Muster, dass alle Sicherheitsvorkehrungen ausgefallen sind, die Wachschützer nicht mehr anrufen konnten. Ich habe inzwischen alle Akten einsehen können der Ermittlungsmaßnahmen, deshalb, weil ja als Reaktion darauf, dass dieses beides passierte, und man kann das der Akte entsehen, dass die haben hier sofort Funkzellenauswertungen gemacht, sowohl hier, wer da in dieser Nacht ein Handy anhatte, das haben wir riesenlange Listen, 48 Stunden später passierte dasselbe in Üpplingen, haben das verglichen, welche Zahlen, welche Handynummern sind gleich, haben ein paar gefunden, gehören alle den Wachschützern. Haben dann in der Verzweiflung überhaupt nichts wissend, halt in Sachsen-Anhalt hat sich ein Lobbyist, ein sehr wichtiger Lobbyist der deutschen Gentechnik, Horst Rehberger, der dort auch mal Wirtschaftsminister war, dann in einem Schreiben an die gewendet und hat den Behörden in Sachsen-Anhalt vorgeschlagen, dass sie mal mich als Tatverdächtigen nehmen sollen. Es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass ich das gewesen sein soll, aber das führte zu dieser Überwachung, die jetzt hier momentan ja auch in den Medien diskutiert wurde. Und es wurden alle möglichen Leute abgehört, also ja auch Gespräche mit euch, Gespräche mit dir, mit verschiedensten Leuten, auch hier in Mecklenburg-Vorpommern, mit 9 Journalisten, 5 Anwälten, einer Landtagsabgeordneten, wurde alles ordnungsgemäß abgehört, ohne irgendeinen Tatverdacht, auf Zuruf der Gentechnikgegner, eine sehr absurde Geschichte. Und ich fand, die steilste Entwicklung war dann, wie verzweifelt die auch waren, dass diese Feldbefreier und Feldbefreierinnen, für die ein Phänomen, die sind eher ein seltsames, so wie Aliens, kommt einem das vor. Und manches in der Akte deutet darauf hin, dass sie möglicherweise an einer ganz falschen Stelle suchen und vielleicht eher bei sich selbst mal suchen sollten oder bei Wachschützern oder was auch immer. Keine Ahnung, also liest sich wie ein Krimi. Und der Höhepunkt war dann tatsächlich, dass die dann, nachdem das alles überhaupt nichts brachte und diese Überwachungsmaßnahmen dann auch schon eingestellt waren, ich wusste das war trotzdem noch nicht, bin über ein Jahr später nach der Beendigung dann ja auch erst informiert worden, haben die in Gatersleben im letzten Frühjahr, vielleicht können sich welche von euch erinnern, das BASF gab dort bekannt, dass sie keine Felder mehr machten und haben dann doch eins gemacht. Und wir haben uns alle sehr gewundert und inzwischen wissen wir, dass das ein kriminalpolizeiliches Feld war, was ausschließlich dazu angelegt wurde, als präparierte Falle die Feldbefreierinnen und Feldbefreier zu fangen. Also das sind mitunter die Gründe für Versuchsfelder in Deutschland. Und jetzt kommt der Hollywood-reife Effekt. Dieses Feld ist nach allen Regeln der Kunst von diesen Unbekannten, von diesem Mythos, diesen Aliens zerstört worden und alle Fallen haben versagt. Also es ist
total absurd, was dort abgeht. Uwe Schrader. Wieder kein Foto von Alien. Uwe Schrader hat in der Zeitung, in der, wie heißt die, Mitteldeutsche Zeitung, am 25. März ist er zitiert worden mit dem Satz, dass diese Doppelaktion der Genickbruch für die Agrogentechnik in Deutschland war. Also das, wovon ihr was mitgekriegt hat und so etwas. Und du sagtest, dass mit den Feldverfreiungen für die so schlimm waren. Er sprach von Genickbruch und das macht relativ deutlich, welchen Anteil. Ich will jetzt ja auch nicht, ich bin ja auch jemand, der auch gerne sehr unterschiedliche Klaviaturen spielt. Ich kann ja immer offen zugeben, dass ich ein Feldbefreier bin, weil wegen einer Aktion habe ich ein halbes Jahr im Knast gesessen, um Leute abzuschrecken, hat offenbar nicht geklappt. Aber ich fand diese Mischung immer am besten. Und auch den super Kontakt hier zu vielen Menschen vor Ort, das hat ungemein viel gebracht, etwas, was mir woanders auch uns immer fehlte, ne? Eure Transparente, die da hingen oder dann ja auch bei anderen Leuten, dass ihr das hier in Ort reinkragen konnte, hatten wir mit euch natürlich auch immer Glück, weil ihr dieses Ding verteilt habt, unter anderem ja auch das, das ist dann irgendwann in allen Briefkästen gelandet und sowas. Das ist einfach, das ist, wenn lokaler Widerstand wächst, das sind einfach Sachen. Uns hat das aber auch viel Spaß gemacht. Ich krieg heute noch Faxe. Und zwar seit dieser Sache in Sageheide und Üppling, wo, also früher kriegte ich, weiß ich, wollen Sie Ihr Auto verkaufen oder sowas, und jetzt kriege ich Pfefferspray in 10er-Pack billiger. Ja, also, und mehrfach, immer wieder, also es ist... Also Anekdoten gibt es da so unendlich viele. Magst du zum Abschluss, mir gefiel die aus dem Wartezimmer am besten. Was im Wartezimmer? Die war so schön. Also ich fand die mit Konrad noch am besten. Aber du kannst auch zwei erzählen. Du kannst auch zwei erzählen zum Abschluss hier von dieser Runde jedenfalls. Ich bin zu meiner Hausärztin gegangen und wollte einfach bloß irgendwas sprechen oder holen. Und das war kurz nach der Feldbefreiung 2011. Und dann kam ich ins Wartezimmer und sie hat zwei Sprechzimmer. Und dann bestellt sie immer ein und man muss dann noch mal kurz einen Moment warten. Und dann kommt sie wieder rüber und so. Und dann sagt sie, setzen Sie sich schon mal rein, Frau Strauß. Und dann saß ich, oder ich war auf dem Weg dahin, und dann sie beim Rausgehen ruft sie mir zu, aber nix abreißen oder so. Und ich denke so, hä? Und dann kam, ach so, okay, ja, fiel mir das wieder ein, was sie meinte, ne? Und jedenfalls kam sie wieder zurück und dann habe ich so zu ganz, ich sage, wissen Sie, abgerissen habe ich nix. Aber ich habe trotzdem was gemacht mit ihren Pflanzen. Gucken Sie mal, da kommen schon grüne Frösche raus. Die manipulierte. Na, da war nämlich an der Pflanze so eine kleine Stofffrosche dran. Und das ist dann so der lustige Zusammenhang, dass man permanent dann Glückwünsche bekommt oder angegrinst wird, so ungefähr. Das warst du doch, obwohl ich nicht auf dem Feld war, sondern ich habe immer. Das soll man nie sagen. Schlafzimmer. Das soll man nie sagen, dass man das nicht war. Dann engt man den Kreis der Leute ein. Ja, ja. Und wenn man das tollste Alibi im Leben hat, das ganz am Ende, erst so kurz vor der Urteilsverkündung, haut man das auf den Tisch, weil die ganze Zeit haben sie dann vertan, gegen andere Leute zu ermitteln. Ja, naja gut, aber diesmal haben wir das wirklich dann auch so gemacht, dass wir bewusst unten vor die Tür gelaufen sind, sogar im Schlafanzug, weil damit die Polizei nicht wieder auf die Idee kommt, dass wir das waren. Wenn der Wachschutz behauptet, das war unser Sohn, das ist nämlich auch passiert. So dass wir dann Vorladungen kriegten vom Staatsschutz und so weiter, weil Konrad beschuldigt wurde. Aber du hast mal jemanden denunziert, der wahrscheinlich die Feldbefreiung gemacht hat. Weiß ich noch, bei dem einen Staatsschutzmenschen. Stimmt. Der hatte, was hattest du gesagt? Also, ich habe gesagt, dass eine Frauenstimme war zu. Konrad kann das ja nicht gewesen sein, weil das war ja ich. Und das war ja Frau Schmidt und Frau Bohr und Herr Hünecke. Und abhauen konnten wir nur deshalb so schnell, weil Herr Backhaus das Fluchtauto gefahren ist. Oder ob er jetzt auch alle vorlädt, er hat aber das dann nicht machen wollen. Gut, also ich finde... So, wir bewegen uns jetzt nicht besonders weit fort, nämlich ein Grundstück genau weiter. Da wohnt jemand, der in der Gemeindevertretung dabei war, wenn du gerade mal kommen magst. Ja. Thomas Bittorf. Und das finde ich ja auch nochmal eine ganz interessante Geschichte. So, da ist diese Gemeinde und die soll ja nun eigentlich politisch ein bisschen da gestalten oder so etwas. Was habt ihr denn von diesen ganzen Entwicklungen überhaupt mitgekriegt? Wie viel hattet ihr zu sagen und warum ließ sich das auch nicht verhindern? Ich glaube, der entscheidende Punkt war, dass wir eben überhaupt nicht beteiligt wurden.
Das hat eigentlich sehr schnell in der Gemeindevertretung dazu geführt, dass auch die Leute, die sich gar nicht damit beschäftigt haben, sofort gesagt haben, nee, also Leute, das lassen wir mit uns nicht machen. Wir sind also in keiner Weise irgendwie beteiligt worden, wir haben von nichts gewusst. Ja, und eigentlich ist es ja ein kleines Dorf, möchte nicht dadurch bekannt werden auf der ganzen Welt, dass es die Eintrittspforte für die Gentechnik wird. Ja, also da hat niemand drauf Lust und das reicht schon aus, um die entsprechenden Beschlüsse zu fassen. Ne? Also da wurde inhaltlich gar nicht so viel drüber geredet, aber wenn man so übergangen wird und teilweise auch dann anschließend noch ein bisschen beschimpft wird, das funktioniert dann nicht. Also da kann man in der Gemeindevertretung nichts landen und dann gibt es eben klare Beschlüsse. Und wir haben dann auch sehr schnell uns als gentechnikfreie Gemeinde sozusagen diesen Beschluss gefasst, den man da fassen muss. Und seitdem hat es eigentlich nur einstimmige Beschlüsse gegeben. War das mal anders? Nee. Also das war schon das so, als das losging, war das von Anfang an so. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass vielleicht einzelne Leute drin sind, die sich ein bisschen damit beschäftigt haben, sondern ich meine, welche Gemeinde möchte mit so etwas bekannt werden? Das würde jede andere Gemeinde ganz genauso machen. Denke ich. Die Flächen liegen doch auf der Gemeinde. Es gibt Flächen, Gemeindeflächen, die auf diesem Acker liegen, die wir verpachtet haben vorher, ohne zu wissen, was dort passieren soll. Und wir haben dann sofort, als wir das wussten, diese Pachtverträge gekündigt. Und das ist natürlich auch unangenehm, weil die mittendrin liegen. Ja, aber sowas macht man eigentlich auch nicht, bereitet es ein bisschen besser vor. Also ich kann mich nur wundern, wie schlecht die Leute sich vorbereitet haben. Die ganze Geschichte. Ja, aber sie haben es eine Weile ausgezögert. Ne? Ja, schon. Ja, mit allen Mitteln. Aber jetzt ist es gekündigt inzwischen, oder? Ja, ja. Die Frage ist, für mich ist das ein Wunder, warum die sich ausgerechnet diese Fläche gesucht haben. Ja, wo so menschliche Leute daneben wohnen. Und, naja, sie haben die Flächen vom Land Mecklenburg-Vorpommern bereitgestellt. Ja, da war nur noch diese alte Wegeparzelle von euch dazwischen und die haben sie dazu gepackt. Ja, aber es war taktisch schlecht vorbereitet, die ganze Geschichte. Und die musste schief gehen. Ja. Also auch wenn das für euch hart war, ich würde eher sagen, das war gut, dass sie sich die ausgewählt haben. Möglicherweise da unten an der B110 wäre das vielleicht sogar noch ein bisschen glatter geworden. Also es ist an sich schon unanständig, das Leuten anzutun. Die sind in unmittelbarer Nähe von bewohnten Grundstücken zu machen. Das macht man einfach nicht. Und das ist doch klar, dass man die Leute dagegen sich aufbringt. Ohne dass man inhaltlich jetzt sich wirklich näher damit beschäftigt. Allein dadurch. Die wollten den Fortschritt ganz nah zur Bevölkerung. Wir haben uns auch gesagt, dass wir eines Tages sehr stolz darauf sein werden, dass das bei uns passiert ist. Stimmt ja auch. Das konnte keiner so richtig nachvollziehen. Aber aus einer gewissen Perspektive kann man das ja auch, nämlich dass dadurch, dass es passierte, ist es jetzt verstärkt. Wer bewirtschaftet jetzt die Flächen, wo die Versuche waren, so ist das wieder konventionell normal bewirtschaftet? Das ist jetzt in... Jetzt ist konventionell bewirtschaftet. Ne? Raps ist da, glaube ich. Firma, ne? Ja, und was passiert mit dem Raps? Ich meine, es waren ja immer. Ja, auf den Feldern sind die Flächen noch gekennzeichnet mit Stäben, die, wo die gentechnisch veränderten Pflanzen drauf waren. Normalerweise muss das meines Wissens noch jahrelang intensiv kontrolliert werden. Achso, vielleicht für die Energiegewinnung. Nee, die müssen diese Flächen, diese Parzellen müssen sie immer und erst wenn ein Jahr lang keinerlei Durchwuchs da ist, können sie es im nächsten Jahr normal nutzen. In dem Moment, wo sie eine Pflanze finden, müssen sie dann halt weitermachen. Bei Raps ist es aber natürlich ein bisschen schwierig, weil Raps ist ja eine so auskreuzungsintensive Pflanze und da ja dort waren ja auch Rapsversuche. Nein, nicht auf der Fläche, aber in dem Gelände dort und sodass das schon sehr wahrscheinlich ist. Also bisher gibt es meines Erachtens eher die Beobachtung, dass wo auch irgendwann mal Raps gestanden hat, der ist so auskreuzungsintensiv, das ist schon wahrscheinlich. Das Raps bei anderen Sachen mag diese Nachkontrolle und auf den Flächen war ja kein Raps, sondern da war eben Gerste, da waren Kartoffeln, da waren alles Mögliche, was man sonst so kennt, Petunien und was sie da alle mit Assila alles so rumgebastelt haben. Und da müssen wir jetzt also nach. Wir hatten letztes Jahr ganz stark den Eindruck,
Thomas, dass die nochmal, die sind nach dem Abbau der Zäune oder beim Abbau der Zäune, sind die praktisch nochmal rüber über die ganzen Flächen und haben die nochmal behandelt. Die haben die Braunheit zurückgespritzt. Bisschen vergiftet. Ja, das waren die Flächen waren braun ein paar Mal. Und die sind tatsächlich, bevor sie das angefangen haben anzulegen, auf ja, auf dem, erstmal auf der grundsätzlichen Fläche von Thulendorf, also Sagerhede gehört ja zu Thulendorf, nicht zu euch gekommen, und dann war es ja auch noch eure Wegeparzelle und niemand ist zu euch gekommen und hat gesagt, wir machen hier ein Gentechnik-Versuchszentrum. Ja, nee, das hat uns am meisten gestört. Ja. Ich meine, das ist das Minimum, dass man vorher mal mit der Gemeinde spricht. Aber das ist sicherlich anderswo genauso gut. Und sind die später mal gekommen? Ja, später schon. Später wollte man das Kind irgendwie ein bisschen aus dem Brunnen holen. Aber dann hatte der Brunnen keine Lust mehr. War das nicht so, dass sie nur auf Einladung von euch gekommen ist? Also auf Aufforderung zur Feldkontrolle? Ja. Genau, das ist nicht freiwillig gekommen. Ja, aber gut, aber nichts mehr zu machen. Okay. Ja. Ja, dann hoffen wir mal, dass ihr auf jeden Fall, falls doch nochmal was passieren würde, da auf der klaren Position bleibt. Ja, die Gemeindevertretung existiert schon sehr lange in der Besetzung. Solange sie so existiert, für alles Weitere kann ich meine Hände ins Feuer legen, wird da nichts anbrennen. Okay, super. So, dann habe ich noch eine Runde, und zwar ein kleiner Blick über den Tellerrand. Nicht nur hier gab es in den letzten Jahren Widerstand gegen Versuchsflächen, sondern deutlich weiter südlich auch noch gab es auch ein Feld, ja, mit der legendären Kartoffel am Flora, diesem Uraltmodell der deutschen Gentechnik. Und da gab es dann eine robuste Gruppe, die denen das Leben schwer macht. Und die sind jetzt auch hier, von dort aus hierher gefahren. Und wenn ihr oder du jetzt hier nach vorne kommen magst, wie ihr wollt, bewaffnet mit den passenden Schildern. Entworfen, weil du ja Künstlerin. Und dann haben wir also erstmal den Markus Wölmer von der Bürgerinitiative Müritz Region Gentechnik frei. Und das seit 2007, so Anfang 2007. Ja, das hat Ulla mal entworfen und dann haben wir bei mir alle gesessen und haben die Dinger hier bemalt und dann haben wir auch für den Stöck. Soll ich das malen? Alles. Ja, gut. Und dann haben wir die bunt gemalt und einer hat irgendwie scherzhaft draufgeschrieben, Gentechnik frei. Und das hat dieser Journalist, wo ist, ja, der wollte das unbedingt haben. Ach, das findet er toll. Ach, hier steht ja Gentechnik frei. Irgendeiner muss aus Spaß da Gentechnik frei draufgeschrieben haben. Hat ja auch seinen Sinn. Ja, ich meine, das fand ich auch ganz spaßig. Ja, und dieses Schild hier, das gibt es auch als selbstklebendes Plakat. Und da wollten wir, also der Gentechnikbauer wohnt in Büthow oder in dem Gutshaus. Und es gab drei Orte, in denen das angebaut wurde, in Büthow, Dambeck und Zepko. Und dann wollten wir mal bei einer Aktion, da waren irgendwie Aktionen, ich glaube die Grünen sind da, haben da irgendwie getagt auch. Und dann wollten Martin und ich sage, los, wir fahren mal hin nach Büthow und machen mal an diese beiden Schilder, Ortsausgang, Ortseingang, kleben wir mal diese selbstklebenden Dinger auf. Die müssen ja hoch genug sein, alles klar, wie die Dinger im Auto hingefahren. Man ahnt ja nicht, wie hoch die sind. Und wir hatten keine Bierkiste mit oder irgendwas, wo wir uns draufstellen konnten. Jedenfalls war auch regnerisch noch Scheißwetter. Jedenfalls ist das alles so ein bisschen ins Wasser gefallen, aber dieses haben wir noch. Aber das ist natürlich nicht selbstklebend. Ja, also es waren irre spannende Jahre. Also 2006, so im Dezember, fing das an. Da hat die BASF dann ihren Antrag auf Freisetzung in der Zeitung auch veröffentlichen lassen. Und da war ich noch nicht gleich dabei. Und so Anfang 2007, dann sprach mich die Pastorin aus Vredenhagen an, du komm mal mit, da geht es hier um Gentechnik und ich habe keine Ahnung, und am Flora, wie schreibt man denn das? So, keine Ahnung. Und komm mal mit hin und da könntest du doch irgendwas machen. Naja, und so bin ich dann dazugekommen und wir waren am Anfang so 15, 17 Leute. Und das ist natürlich über die Jahre, also das war 7, 8, 9, 10 und ja, 10 war dann erstmal sozusagen Schluss bei uns. Und das waren irgendwie irre spannende Jahre, aufreibende Zeit und ja, wir haben
irre viel gelernt, was eine Feldbesetzung ist, was eine Feldbefreiung ist, was Anbau ist, was Versuchs, hier, wie heißt es, an Freisetzung ist und all solche Dinge und sind mit dem BVL da in Verbindung und haben da 1000 Fragen gestellt, was das alles ist und haben die genervt. Ja, und das war also in 2007, ach, da stand ich so im tiefsten Winter auf dem Marktplatz, Unterschriften sammeln, unser Herr Jung, Senior schon, der war früher in leitender Position bei der Telekom, der hat diesen Antrag, diesen umfangreichen Antrag auseinandergenommen bis aufs Molekül und hat eine riesen super Einwendung geschrieben. Und wir haben dann daraus einen Extrakt gemacht und haben dann Unterschriften gesammelt und da stehe ich auf dem Markt, auch an so einem irgendwie kleinen Tisch. Und dann geht so 3 Meter weiter so eine bisschen elegant gekleidete Dame vorbei und sage ich, ach, kann ich sie auch gewinnen für eine Unterschrift hier? Und dann kam sie rein und sagte, wissen Sie, wer ich bin? Ich bin Frau Niehoff. Das ist der Bauer, der Gentechnikbauer. Ach, sag ich auf jeden Fall gleich richtig. Und dann haben wir so ein bisschen ein paar Worte gewechselt. Ich hatte ja noch null Ahnung und wir waren da überhaupt noch gar nicht sattelfest. Und ja, das war so ein kleines Ereignis. 2007, dann haben wir uns 2007 mit den Wachschützern da mal unterhalten, da am Dambecker Feld und die hat auch ganz bereitwillig erzählt, ja, er kriegt 4 Euro die Stunde und ich sage, was sollen sie machen, wenn jetzt hier so Feldbefreier kommen oder irgendwie so, ach, dann eine andere Anweisung, weglaufen. Wegfahren, weglaufen und Polizei anrufen oder Chef oder so. Naja, wir waren ganz bereitwillig. Ja, 2007, dann 2008, dann war in Dambeck das Riesengroße, achso 2007, ach wir haben ja noch viele Informationsveranstaltungen gemacht. Die erste war gleich, einer aus unseren Reihen sagte, ja, er wüsste da jemand, die Schwester von der Cousine und von der weiß ich nicht, die hat Ahnung von Gentechnik und da könnten wir da auch mal eine Infoveranstaltung machen. Ja, gut, die besorgt er. Dann haben wir da im Kampf so einen großen Saal, der war knüppeldicke voll. Ich habe hinten noch einen Stehplatz abgekriegt. Und unser Herr Jung, so souverän, hat da vorne da die Leitung gehabt. Und der Sprecher von der BASF wollte sich gleich vorne ins Präsidium setzen. So, ne? Und den hat er erstmal so des Platzes verwiesen. Und da hat er sich noch ein bisschen gewehrt, aber das ging dann. Der war dann in der hinteren Reihe. Und dann hat eine Dame mit Dr. Miklovic oder so ähnlich mit schwierigem Namen, hat dann da ihren Vortrag gehalten, aber das war eine Dame aus Frau Bröers Reihe. Und das passiert Heike auch. Nikschowski muss das ja, gewesen so. Sein. So das war ja Griff ins Klo. Ja, wir wussten nichts, aber die hat uns was erzählt über Gentechnik. Keiner hatte Ahnung, die richtigen Fragen zu stellen. Also es war alles sehr wirre. Aber dann habe ich vorne Dr. Niehoff kennengelernt und Bauer Schmidt aus Perleberg. Und der war ja zu der Zeit auch eingetragen, der sollte über 50 Hektar, glaube ich, bestellen, der wird heute froh sein, dass ihm der ganze Ärger erspart geblieben ist, der hat irgendwie einen Rückzieher gemacht oder wie auch immer. Ja, das war dann alles noch 7 und dann haben wir nochmal mehrere Informationsveranstaltungen gemacht mit, ich weiß nicht, wart ihr da auch dabei, mehrere, also und das war immer knüppeldick besucht, und aber niemals fehlte die BASF, immer dabei, die Pressesprecher, und haben sich auch immer nach vorne gedrängt, die sollten dann auch vorne sitzen. Dann ist in Perleberg noch eine Veranstaltung gewesen, da bin ich hin, da habe ich dann auch dazugelernt, da war dann der stellvertretende Chef Schmidt, Dr. Schmidt, der hat da einen Vortrag gehalten, wie toll die Gentechnik ist von der BASF. Nee, vorher muss ich sagen, vorher war eine Veranstaltung, ein genethisches Netzwerk war, saß da, dann saß von der Stärkefabrik, von der Awebe-Stärkefabrik im Wendland, der Chef da, und der sagte, also er könne versprechen, dass die in der Stärkefabrik die nächsten 10 Jahre keine Amphlora verarbeiten. Oh, super, und dann bin ich nachher mit dem auch weiter noch in Kontakt gekommen, der hat dann später den Niehoff auch gekündigt, der hat ja auch Stärkekartoffeln dahin geliefert, da wurde der Vertrag gekündigt, da haben wir uns dann mal umgeguckt, wie das alles so läuft. Und da ist die BASF nicht gekommen, nicht erschienen. Aha, feige, Presse hat auch geschrieben, BASF kneift. Und dann BASF, wir machen selber eine Veranstaltung, elegant, im Henningshof in Perleberg. Und dann, da war ich dann auch und war auch ziemlich gut besucht.
Und da war eben, wie gesagt, dieser Dr. Schmidt und hielt da seinen Vortrag, wie toll die Gentechnik alles ist. Und dann bin ich wieder erwarten mehrfach rangekommen. Und da habe ich gelernt, dass man sich nicht immer hinsetzt, wieder, wenn der da vorne die Frage beantwortet, sondern stehen bleiben, dranbleiben, dann hat man immer noch Konversation. Also wir haben uns ja auch viele Fragen gestellt, was geht, was nicht. Ja, es kamen auch viele kritische Stimmen, war toll, und der kam dann auch etwas in die Bredouille, dann hat er abgegeben zu seinem Pressesprecher, der dort bei uns mehrfach war, hier, Sie wissen auch da Bescheid und wieso, ja, also kam schon etwas so in die Enge, das war ganz interessant. Naja, und bei uns ging es denn weiter, ja, 2007 waren, glaube ich, überwiegend Aufklärungsveranstaltungen und wir haben dann die Stärkefabriken alle angeschrieben und Aufklärung betrieben und gewarnt und sie mögen doch und ja, und Presse und Zeitungsartikel, Leserbriefe, dann habe ich auf einen Leserbrief nochmal einen Leserbrief geschrieben, einfach mit einem anderen Namen und so, bloß um im Gespräch zu sein und dabei zu sein und nochmal. Und ja, und 2008 war das dann so, dann war die erste Feldbesetzung. Irgendjemand rief mich an, hey, da ist irgendwas auf dem Feld da in Dambeck und so. Oh ja, müssen wir gleich mal hin. Und dann ist Guido eingeladen. Das sind unsere beiden Biologen, die ganz tolle Arbeit leisten und uns auch aufgeklärt haben über diese biochemischen Zusammenhänge und diese, was diese Amphlora da beinhaltet und so, und über die Resistenzgene, dass da 6 Antibiotika betroffen sind und so, die da ausgeteilt werden können. Ja, und dann sind wir dahin, standen da riesige Tripods hier, eure wunderbaren Bauwerke. Und nee, 2 oder ja doch 2, glaube ich. Ich glaube sogar 3. Weil die hatten diesen Doppelturm bauen wollen. Ach so. Aber, und, also muss man sich vorstellen, dann so ein Dreibein, und da stellt man 3 genau in der Entfernung nebeneinander, dass man auf die Spitzen der 3 den 4. stellen kann. Ja. Das hatten die wochenlang vorher trainiert und das sollte da passieren und war dann ganz traurig, wie es misslungen ist. Nee, das war... Weil dieser Doppelturm, den haben sie ja nicht hingekriegt. Ach so, den haben sie, ja, das weiß ich dann nicht, wie das Ding aussieht, den habe ich noch nie gesehen. Ja, und dann dachte ich, ach, die standen da alle so im Winkel um dieses Feld rum. Und dann dachte ich, so ein Guido, los, wir kommen, wir gehen mal da aufs Feld. Und dann sind wir auch losmarschiert. Die sind nicht so die Bühnenleute, die sind alle ein bisschen hinter mir. Und dann kamen die Polizisten uns schon entgegen. Was wollen Sie denn hier? Sollen wir mal gucken, was ist denn hier? Und so. Und ja, verlassen Sie bitte das Feld. Und der Eigentümer möchte das nicht. Und so, naja, dann sind wir so zögernd zurückgegangen. Hat dann nochmal sich umgeguckt. Soll ich erst mal irgendwie ernsthafter? Und ja... Und dann haben wir da mitgekriegt, der Gentechnikbauer, der ist ja sehr cholerisch und aufgeregt immer und wollte dann mit der Kettensäge irgendwie da gleich ran. Da hätten die waren ja da mit so, also irre Gedanken, mit so Stahlmuffen, so, ja, wie so ein Muff, so zusammengeschweißt, so innen drin eine Kette und Schlüssel weggeschmissen, sodass sie bis hier hoch und dann in so einem Schlingenseil da so drin saßen, oben in dem Turm. Und nun, wenn der durchgesägt mit der Kettensäge hätte, wäre denen irgendwie die Arme ausgerissen. Ja, und dann hat er noch gesagt, ey, reißt da mir die Arme aus, geht nicht und so. Naja, jedenfalls war mächtig viel Betrieb am Feld, auf dem Feld, und die waren verzweifelt und wussten gar nicht, die Polizei, wie sie die da nun runterkriegen sollten richtig. Und dann kamen die da mit so einem Schaufelbagger oder so heißt das Ding wohl und haben da die irgendwie dann eingesackt und dann alle zur Polizei hin. Und dann sind wir da hingefahren zur Polizei, da saßen vorne vor der Polizei auf diesem Wiesenstück, da saßen da 20 Leute und die haben da alles so Rasterlocken und natürlich alles schön dreckig von dieser nächtlichen Aktion. Und da haben wir die alle so kennengelernt. Und zur Personalaufnahme da auf dem Hof waren dann auch nochmal vielleicht auch 15, 20, kann ich jetzt vielleicht sagen. Ja, und dann haben alle gewartet, bis die rauskamen und so waren so unsere ersten Kontakte zu den Aktivisten, die so die Felder besetzen, befreien oder eben da so aktiv sind. Und dann haben die erzählt, ja, wir nachts, und dann sind wir erst auf dem falschen Feld gewesen. Ach du liebe Güte, ja, da war Mais, Maisfeld erst. Und dann wollten sie schon aufgeben und einer hat gesagt, los jetzt und dann nochmal. Und dann haben sie doch noch auf dem richtigen Feld sich da postiert. Ja, das war so die erste Aufregung, Feldbesetzung, aha, 2008. Dann war in Sepp, in Dambeck, ach, das ist
so viel, kriege ich jetzt auch zeitmäßig mal ein bisschen nicht alles erwähnen. Ja. Der kommt erst 9. Das war erst mal 8. Und in 2009, da war dann so zum Bütow-Teil, gehört das Bütow-Zepko, so die Grenze, da war so ein bisschen ein Stück hinter dem Feld. Das sollte am nächsten Tag bestellt werden, irgendwie am Anfang Mai oder so. Und da kam Heinz Wittmer, also das war auch irgendwie öffentlich gemacht, sodass auch ZDF und NDR, ARD und so, die Fernseh- und Medien alle da waren. Und da war Heinz Wittmer und noch zwei andere, die haben dann so eine Kartoffelschleuder irgendwie selbst gebaut oder so ein riesen Ding. Also zwei standen dann hier an der Seite, haben das gespannt, den Gummi, und er saß dann da und hat wie so eine Hülle war das, die Bio-Kartoffeln da drin, und dann haben die das gespannt und zack immer aufs Dorf, auf das vorbereitete Feld da geschossen. Und dann kam, da war schon Wachschutz da und habe das Feld schon bewacht, sollte ja nächsten Tag bestellt werden oder zwei Tage später. Und dann kam auch aufgeregt der Gentechnikbauer gleich an und sie hören das auf hier und zog dann den Heinz da am Pullover so hoch, und das hat das ZDF oder ARD, die haben das auch noch gefilmt. Und dann hat er die Rucksäcke da weggenommen, und ich ging dann so hinter diesen Wachwagen, und da war gerade dabei, einem anderen Mann die Kamera dazu entreißen, und dann hat er aber nachgelassen, als er merkte, kommt jemand. Ja, und die Polizei hat dann gesagt, einen Platzverweis uns erteilt, und dann hat jemand mitgehört, wo von den anderen Polizisten, ich sage, wie lange gilt denn das überhaupt? Und dann hat das so einer gehört, dann kam dieser junge Polizist und hat gesagt, das gilt für die ganze Woche oder so, glaube ich. Naja. Oh, das war diese Aktion 2008, und da wurde in Zepko dieses große Feld bestellt. Ach, da war ja dieses falsche Feld. Dann kam es dazu, ist dann ein falsches Feld bestellt worden, 20 Hektar, kann man ja nicht so übersehen. Die Bauern gehen eigentlich mit dem Navi rum und kennen ja ihre Felder eigentlich. Und da bestellt er 20 Hektar irgendwie falsch und bebaut die mit dieser Amphora. Und das kam dann auch raus, und wir haben natürlich fette Schlagzeilen gemacht durch ganz Deutschland, alle Medien und so, falsches Feld bestellt, illegal und so, haben natürlich große, große Buchstaben da gemacht. Und dann an Frau Aigner auch geschrieben und an das Landesministerium und immer große Welle gemacht mit jedem Ding. Und und dann, weiß ich gar nicht, einmal war Frau Aigner auch da, die war wegen einer ganz anderen Sache, die habe ich dann da abgepasst und habe ihr da auch noch ein Schreiben und dieses Schild da übergeben. Ja, was war das? Das war 2008. Und in 2009, achso, dann gingen nachher die Prozesse los. Ich glaube, das war 2009, glaube ich, gegen Heinz Wittmer und den, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Und da hat auch Burkhard Rohloff hier und der BUND große Welle vorm Gerichtsgebäude und haben auch Medien da bestellt, und da hat Heinz nochmal die Schleuder vorgestellt, das war richtig wuling und hat auch gute Wellen gemacht. Und der Gerichtssaal war platzend voll, der Gerichtsdiener wollte denn die anderen nicht mehr reinlassen, und eine couragierte Aktivistin hat gesagt, das können Sie aber nicht machen hier, das ist für die Öffentlichkeit und wir müssen hier zugelassen werden. Und der, ja, na gut, wo wollen Sie denn sitzen, wir setzen uns hier an die Erde und so, jedenfalls war alles brechend voll und eine Spannung drin. Und dann hat irgendwie, ich glaube Heinz oder irgendeiner, hat auch irgendwas gesagt, was ich irgendwie toll fand, irgendwas gegen die Gentechnik. Und dann habe ich mal kurz angefangen zu applaudieren, und das war wie elektrisch, alle haben gleich applaudiert, der Richter wusste ja nicht, oder? Also es war schon sehr witzig. Ja, das war nur diese Aktion. Dann bei einer Gerichtsverhandlung ist der Gentechnikbauer, der wurde dann auch gehört dazu, auch ziemlich cholerisch hat er wieder reagiert, und das hat dann sogar die Presse so geschrieben, da habe ich mich gewundert.
Und dann habe ich den mal wieder getroffen von der Presse. Ich sage, haben Sie da mutig vorwärts geprescht da mit solcher Bemerkung? Haben Sie noch Ärger gekriegt? Nö, ach, überhaupt nicht. Der Anwalt von ihm hat mich angerufen und na gut, so. Ja, 2009 kam denn wohl. Und 2009 sind wir denn, da wuchs denn auf dem Zepkoa-Feld, wurde Mais angebaut. Und dann haben wir gedacht, gucken wir doch mal nach dem Durchwuchs. Und dann sind wir da über das Feld und haben da tatsächlich jede Menge Durchwuchs gefunden und haben das auch fotografiert. Und dann wieder große Buchstaben durch ganz Deutschland gemäht, ja, alle Medien. Durchwuchs auf dem Feld und dann Kartoffelpflanzen, ja, Kartoffel zwischen dem Mais. Und dann hat uns das Land hier, Landesamt für Lügen, für Landwirtschaft und für Landwirtschaft und Fischerei oder so. Und dann haben die uns eingeladen mal. Wir als Publige Bürgerinitiative. Ja, und dann sind unser Herr Jung und Ilse und Guido und ich, wir sind dann da hingefahren und dann haben die da mit uns geredet und die wollten wahrscheinlich ein bisschen Wissen abschöpfen, aber wir haben sie auch ja, doch bedrängt und die haben dann sich geäußert, ja, also wir gehen, die würden ja sonst nichts machen, ne? Nur wenn was festgestellt ist und diese Eigenkontrollen, wer stellt schon bei den Eigenkontrollen irgendwas fest? Und wir gehen erstmal davon aus, dass das alles nur im Vertrauen passiert, also wir wollen nicht gleich misstrauisch sein und so, also auf der Vertrauensbasis und so, ne? Also wir fahren erst raus, wenn was passiert. So. Naja, nun mussten sie ja, dann wurde da mit Gift gesprüht und ich weiß nicht, was sie da für Aktionen gemacht haben. Wir haben nämlich da auch eine zu wohnen, die kann direkt aus ihrem Schlafzimmer sozusagen auch auf das Feld na, so ein Stückchen hingucken, wenn da so was los ist. Ja, dann haben die da versucht, das alles zu beseitigen, x-mal Gift gesprüht und den Durchwuchs zu beseitigen und wir immer wieder dazwischen hin und immer doch noch was festgestellt. Dann haben wir gekämpft darum, beim Ministerium, bei dem Herrn Broschewitz, gekämpft darum, dass wir dabei sein dürfen bei einer Feldbegehung, bei einer Durchwuchskontrolle. Und das haben wir dann mit größter Mühe erreicht und dann hat er aber gesagt, ja, aber nicht, dass sie die Presse und die Medien und so, nein, sag ich es gut, versprechen war. Irgendwie waren, ich glaube, die waren doch da. Nee, da waren die nicht da, ne? Das war, glaube ich, ein andermal. Jedenfalls sind wir so durchgegangen, diagonal, da war der Dr. Erbe, dann war von der BASF da irgendeine Sprecherin, glaube ich, war da. Hat sich der vom Live noch unterhalten. Da könnt ihr ja auch eine Ferienwohnung vermitteln und solche Geschichten. Und irgendwas war ja noch. Von den Bauern war ja keiner. Naja, jedenfalls so vier Leute. Und Ulla und ich. Ja, dann sind wir so diagonal durch. Und am anderen Ende, da kam dann inzwischen Broschewitz auch noch an und dann sollte dieses falsch bestellte Feld vom Jahr davor muss ja noch kontrolliert werden. Und dann wollten wir wieder durchgehen. Nö, hat der gesagt, nö, das will er nicht hier, der vom Live, der Dr. Erbe. Nö, also da wollte er sich total sperren. Und dann haben wir so lange gedrängelt, bis dann Broschewitz gesagt hat, nehmen Sie doch mit und gut so. Dann ist der da durchgeeilt in einem Tempo. Ich bin nicht hinterhergekommen. Die kleine Ulla hier, die ist da immer durch den Mais. War so hoch, immer hinterher und hat auch zwei Knollen gefunden. Keiner weiter sonst. Ich habe die verloren, ich musste zurückgehen, sonst hätte ich mich dann verlaufen. Ja, und dann bin ich so rumgegangen da vorne. Ach, inzwischen war Herr Nierhoff auch da. Ja, guten Tag, Herr Nierhoff. Ja, und dann die zwei Kartoffelchen da, diese kleinen Knöllchen. Naja, das ist ja nicht so, aber. So, mussten sie noch ein Jahr kontrollieren, mindestens. Und dann sagt Herr Nierhoff, ach, zu Broschewitz und zu dem Erbe, ach, ich habe für Sie da in Zepko, da in der Gaststätte, habe ich für Sie ein Frühstück bestellt. Für Sie natürlich nur. Da dachte ich, was sind das? Und vor uns, ja, bestechliche Dinge. So, gibt es doch alles nicht, naja. Ja, und dann, ja, das war so neun, glaube ich. Inzwischen liefen immer diese Prozesse und
da weiß ich jetzt gar nicht, 9, und dann springen wir einfach weiter. 2010, da war er dann am 2. Mai, ist ja denn, 2. Mai, ja, ist denn diese Amflora doch zugelassen worden. Das war eine stressige Zeit bis zur Psychose und nächtelang haben wir da recherchiert und was noch zu machen ist und wie alles noch gehen könnte. Und da hat, das war eigentlich ein sehr intensives Jahr mit allen möglichen Aktionen. Da kam dann Greenpeace, kann ich mich erinnern, die kamen 2 Tage, also im Abstand von 2 Tagen. Einmal haben sie sich an der Lagerhalle angekettet, so eingeschweißt, irgendwie mit einzementiert mit so Stahldingern und Transparente, und ich glaube, die haben auch die Tür aufgemacht oder so. Und da rief mich dann auch jemand an, da ist irgendwie Aktion. Und dann, die sind dann auch zur Erkennung und so gewesen, dann bin ich auch zur Polizei noch hin, haben wir noch, hab ich dann noch die auch kennengelernt, neue dazu. Und dann 2 Tage später ruft mich der von der Stärkefabrik an, von der AWEBE, und sagt: Frau Wöllner, was ist denn da los? Bei Ihnen, da wird die, ich lag noch im Bett, die Henriette irgendwie ausgepflanzt. Und mit der Henriette, das hat er mir bloß so ein bisschen so im Vertrauen gesagt, dass es die von der Eliane, die nächste Generation ist oder so. Und da wusste kaum auch dann jemand was davon, vielleicht nur Eingeweihte. Und er dachte nun, ich hätte da irgendwas organisiert oder ausgeplaudert. Ich sagte, nee, ich habe keine Ahnung. Naja, dann bin ich dahin, da waren die aber alle schon weg wieder. Und haben die dann auch so ein abgestecktes Feld mit dieser Eliane-Kartoffel verunreinigt. Und diese Eliane hat die gleichen Eigenschaften wie die Amflora, 100% Amylopektin, so wie diese Amflora auch, ist aber konventionell gezüchtet. Hat eben auch andere Eigenschaften und eine hervorragende Stärke und so, die verkaufen auch weltweit und die wird auch in Nahrungsmitteln und in Bonbons und so finden wir die wieder und das ist auch alles okay. Ja, und dann, was war denn noch? Also eins muss ich, also das muss ich mal unbedingt erwähnen, dass Burkhard Rohloff immer am Ort war, immer. Also wenn die ausgebracht haben, immer war die BASF dabei, wenn wir auch Veranstaltungen gemacht haben, dann waren Bundestagsabgeordnete da am Feld und dann war Percy Schmeiser da, dank deiner, ihr konntet es zeitmäßig dann doch noch einplanen, am 22. April war das heute, vor, am 10. vor 3 Jahren, am 2. Jahr, da war der Percy Schmeiser da und hat dieses Feld da bestaunt oder mehr verächtlich bestaunt und hat gesagt, warum macht ihr das, wir hören auf, warum fangt ihr an damit, ihr könnt es nicht mehr aufhalten später oder ihr könnt nicht sagen, dass ihr nichts gewusst habt. Ja, aber was war denn noch 2010, waren also irre viel Veranstaltungen, ach, dann gab es ja immer Feldbefreiungen noch, die habe ich ganz vergessen. Waren die auch in 2010? Brüderle kam dann zur Ernst. Also ich springe mal ein bisschen. Ich muss mal ein bisschen. Ja, da wart ihr auch und mit den Grünen zusammen. Da standen jede Menge Leute an der Straße und dann sollte Ernte sein. Brüderle fliegt ein, ja, sollte einkommen und sollte die Ernte, die erste Spannung. Aber damals noch Wirtschaftsminister. Damals noch Wirtschaftsminister, so ist es. Und wir stehen da vorne mit Trillerpfeifen und Plakate und da war so ein tolles Plakat von den Grünen. Was stand da drauf? War so ein toller Spruch. Müsste ich länger im Hirn kramen. Und wir durften ja nicht weiter hin. Vorne waren ja die Häppchen und Gulaschkanone, alles für die geladenen Gäste von den Gentechnikbauern und BASF. Und dann kam ein großer Hubschrauber. Achso, erstmal war Polizei über Polizei immer da, ja, bei allen Aktionen immer Polizei und die BASF auch vor Ort. Achso, die Krankheit muss ich auch noch nehmen. Na, jedenfalls, Brüderle flog ein und wir dann gepfiffen mit den Trillerpfeifen und Prasser, Christian Prasser hier von den Grünen aus dem Kreis, der ist ein wunderbarer freier Redner und der hat mit so einem Megafon und wir begrüßen den Bundeswirtschaftsminister Brüderle, der auf unsere Steuergelder hier einfliegt und so.
Und dann ist einer da allergisch geworden von diesen Inoplanta-Leuten, so Schlipsleute, seriöse Herren, wie man denkt, und geht da auf den Prasser zu, will ihm das Mikro da wegreißen und dieses Megafon. Und dann ist die Polizei erstmal eingeschritten und hat den Megafon da einkassiert. Ja, und dann haben wir da gepfiffen, aber die haben sich natürlich nicht weiter stören lassen. Und in der Zeitung... Also da redet jemand durch ein Megafon und den BASF-Land gefällt das nicht oder den Inoplanta-Leuten, die sind gefahren. Und dann nimmt die Polizei das Megafon. Das ist ja schon wieder so eine Nummer, die Polizei als Erfüllungsgehilfe der Gentechnik, glaube ich. Ja, das war ja auch eine Störung. Göttlich auch. Das ist klasse, wie der einfach auch etwas mal ohne zu kommentieren. Ja. Das war, der muss ganz in die Knie gegangen sein und hat den also unten fotografiert. Ja. Dann ist er wie so ein Monument. Und der Gummistiefel und dann oben ganz kleine gesandte Gesicht. Und der dann der kleine auch Brüderle oder irgendwas. Da brauchte man keinen Text dazu. Ja. Ne? Ja. Habe ich immer noch einen Rechner, habe ich jetzt vergessen, als hätte ich das ausgedruckt. Ja, das sind diese Feldbefreiungen, das sind ja eigentlich die wichtigsten Aktionen. Also ich halte auch die Feldbefreiungen, halte ich eigentlich auch für die am meisten störenden Aktionen, die da waren. Wie ging denn das? Also es waren zwischendurch, waren dann plötzlich über Nacht so Felder befreit, riesige Stücke zum Teil. Und das erste Mal rief mich die Presse an, die haben mich immer angerufen. Und da haben sie gesagt, also hier haben sich irgendwie so Kartoffelkäfer geoutet, wir hatten die in Fax oder so, und die hätten da irgendwie auf dem Dambecker Feld Biokartoffeln dazwischen gepflanzt und als Marker und Erkennung Topinambur-Pflanzen. Was meinen Sie dazu? Ich sage, das halte ich eigentlich für eine Ente. Da wusste ich ja noch nicht, was es alles so gibt. Und das habe ich dann später rausgekriegt und dann haben die das auch nicht weiter so behandelt. Und später habe ich dann irgendwo mal rausgekriegt, ja, das war wohl tatsächlich irgendwie, dass da sowas passiert sein soll. Hatte irgendjemand gesagt, ich weiß nicht mehr wie. Und dann gab es öffentliche Feldbefreiung. Ja, wir besetzen dein Haus. Ja gut, mein ganzes Haus voll. Alle da. Und dann war das sehr interessant, was dann alles so beraten wurde, was es alles so gibt für Möglichkeiten, die ich natürlich hier nicht ausplaudern kann, aber es war alles irgendwie wahnsinnig spannend und irre. Und wir haben, und der Polizeichef von Waren, glaube ich, oder von Gröbel, ich glaube von Waren, der hat gesagt, also hier, nichts kommt durch. Keiner kommt hier auf das Feld. Alles sicher. Und hatte nicht recht und ist dann, wir konnten dann trotzdem alle möglichen Tricks anwenden und so, dass es eben geglückt ist. Ich will da nicht weiter drauf eingehen. Und das war dann mit Polizeikontrollen und richtig Ausweiskontrollen haben die denn gemacht. Leute, Personenkontrollen, Autos angehalten mit fremden Nummern, da aber sowas von grün rundherum alles, also von Polizei meine ich. Das war irre, dieser Aufwand. Und die Presse stand da und die Medien und wollten da fotografieren und gucken, wo die nun kommen. Und die Feldbefreier waren in Aktion irgendwie. Und dann, ups, dann kamen sie doch von der anderen Seite und die Polizisten, die stürzten und stolperten da über das Feld und fielen dahin. Ja, und die BASF hat natürlich auch Häppchen und Informationen und Luftballons steigen lassen, so was die dann eben so drauf haben. Und dann wollten die Medien da schon alle abziehen. Achso, jemand sagte zu, kann ich jetzt, ist nicht so wichtig. und dann kam, die wollten schon abziehen und ich war gerade an der Straße und auf einmal, zack, kamen aus einem Auto raus, dann nochmal zwei und liefen da von der Straße aufs Feld und dann die Medien da nochmal hin. Dann war da nochmal Aktion und die Polizisten hatten da so ihr Tun. Ja, das war jedenfalls ganz gelungen. Und die nächtlichen Aktionen, das war auch einmal ein Feld, so mitten im Sommer. Das sah man von der Straße nicht. Und dann dachte ich, wir müssen das irgendwie sehen und fotografieren. Wir haben ja kein richtiges Foto da, wo das da ist. Und dann bin ich mit noch jemand da auch hin. Und der Wachmann kam gleich angefahren. Jetzt haben sie ja rundherum, dann sind sie da rundherum gefahren.
Und ich sage, was ist denn hier los? So, hier soll irgendwie eine Feldbefreiung gewesen sein. Wo ist denn hier das Feld? Ja, das ist ja hinterm Berg, da hinten irgendwo. Ich sage, können wir das nicht mal sehen? Irgendwie, ja, gehen Sie mal dahin, da in die Ecke, und ich gucke da dann hin oder so ungefähr. Da habe ich mich den noch ein bisschen eingewickelt, da haben sie auch einen scheiß Job hier und ja, so, okay, ich wollte ja schon weg und mit meiner Frau hier, und, aber ich kriege da keine Arbeit, und das habe ich den so ein bisschen ganz nett behandelt, und da hat er uns den da hinten hingelassen, dann konnten wir da oben über den Berg da fotografieren auch. Und ja, und einmal war das so, da, ich glaube, war das gleiche Feld? Da ist der Wachmann, denn morgens war Ablöse, also die haben sie dann nach diesen Feldbefreiungen, haben sie den dann verstärkt. Und dann war auch eine Ablöse, und der kam früh dann an und ist direkt an dem zerstörten Feld da lang gefahren, zu seinem Wachwagen dahin, hat aber angeblich nichts gesehen oder verpennt und mittags erst gemeldet. Das gab natürlich heftige Minuspunkte im Weihnachtsmannbuch, und dann ist der gleich entlassen worden. Und ja... Solche Dinge waren, was war denn noch? Und dann gab es eine europäische Feldbefreiung. Achso, wir wurden mal von der SPD ausgezeichnet, ehrenamtliche Tätigkeiten, alle möglichen Leute. Und ich kam ein bisschen zu spät, und dann war nur noch vorne da Backhausen Platz, und dachte ich, nee, da willst du ja auch nicht gerade sitzen. Und dann stand ich da, und dann fing das aber an, und dann sagte da einer, das war halt der Fraktionsvorsitzende, habe ich dann später mit, kommen Sie mal her, wir warten bloß noch auf Sie. Naja, na gut, dann halt in dem Backhaus gesessen. Und dann haben sie uns irgendwie vergessen nachher, der Herr Borchert, also den muss ich auch sehr lobend erwähnen, der von der SPD, der hat im Kreistag, ist der auch und im Landtag, hat sehr deutliche Positionen gegen die Agrogentechnik sich geäußert und eingenommen. Und dann haben sie gemerkt, ach, wir haben ja die Bürgerinitiative vergessen, und dann hat er nochmal einen Nachtrag gemacht. Ja, und die Bürgerinitiative für das Engagement, und die sitzt ja genau richtig zwischen bei Herrn Backhaus, und der gleich wichtig, ja, wir sprechen auch miteinander. Und dann habe ich gleich alle eingeladen. Ich sage, am Freitag, ein paar Tage später, lade ich alle ein. Da ist öffentliche Feldbefreiung, europäische Feldbefreiung, Befreiungsbewegung, und haben sich eingeladen, ZEPCO dann und dann. Ja, und dann sage ich, und Sie kommen auch. Oh, ich muss auch Rostock, keine Zeit. Jedenfalls hat der Fraktionsvorsitzende, der hat da noch so ein bisschen rüber. Ich sage, der sagte dann, naja, wir kontrollieren dich denn, aber... Jedenfalls habe ich den so ein bisschen angemacht und mich dann auch so verabschiedet. Tschüss, bis Freitag denn. Und dann am Freitag, dann hatten wir ein großes Sponsoring aus Neubrandenburg von Michael Kruse, Biogeschäften Neubrandenburg. Den hatte ich vorher mal kennengelernt auf dem Feld. Und den habe ich mal angerufen, ob er irgendwie was für Buffet oder irgendwas machen könnte. Ja, und der hat dann das Biohotel in Borlewig, hat dann alles zubereitet, und aus diesen Kartoffeln und alles, was so zusammengesammelt wurde, haben die da was zubereitet in ZEPCO, in dieser alten Schmiede, und Kuchen gebacken und was dann alles noch so zusammenkam und Tisch gedeckt und alles. Und auf einmal höre ich hinter mir, ja, Frau Wöllner, nun staunen Sie, jetzt bin ich hier. Was? Oh, dachte ich, Backhaus hier, guck an, ja. War das ja tatsächlich gekommen, ja. Und dann habe ich den gleich weiter geschickt dazu, zu dem Chef dieser europäischen Feldbefreiungsbewegung. Und dann haben die sich da unterhalten, und da hat er auch deutlich gesagt, wir brauchen diese Amflora nicht. So. Ja, das war so eine Aktion. Ach, und da ist der aus England oder aus Wales, der Brite, da ist einer noch mit so einer Kartoffel verkleidet, der ist dann auch irgendwie übers Feld da gekommen, aber der ist irgendwo anders angekommen, und man kam nicht hin. Die haben die Straße abgesperrt, die Polizei war dicht zu. Ja, eigentlich sollte das auf dem Feld stattfinden, so mit klassischer Musik und Anzügen, Zylinder fast oder so. Und es hat aber geregnet wie verrückt, und bloß gut, die BASF und Niehoff haben gesagt, nein, das darf da nicht stattfinden. Und dann muss man mit der Polizei zusammen irgendwie einen anderen Ort finden, wo das denn stattfinden kann. Und so hat dann der Bürgermeister uns geholfen, da die alte Schmiede und so zu finden. Ja, die Polizei immer bei mir vor der Tür, und haben ein bisschen ausgetrickst, und es war ganz nett und spannend, um das mal so zusammenzufassen, nur nicht näher darauf einzugehen.
Ja, was war denn noch? Also die Linke hat auch immer die Frau Tackmann, die hat auch viel gemacht, die war aber nie vor Ort bei uns. Dann vom Genethischen Netzwerk, der war vor Ort. Ja, wie gesagt, die SPD hat nicht immer eine klare Position bezogen, die Bundes vor allem nicht. Ein bisschen schade, aber Landes dann später auch okay. Ich glaube, Borchert hat da einigen Einfluss gehabt. Ja, helft mir mal. Ich fand ja immer, wir müssen ja keine Vollständigkeit erreichen. Ich habe ja immer so, als ich euch kennengelernt hatte und dann das mal draußen war oder so gesehen, habe ich mir gedacht, die möchte echt nie als Gegner haben. Das sehe ich nie lange aus. Ja, also ich bin immer so dieser Schreihals, weiß ich nicht so, aber diejenigen, die auch dann die Mails so knallen und kurz und bündig auch, also ein bisschen, obliegt uns sehr neige, sehr umfangreich und lange auch die Pressemitteilungen zu machen und Ilse und Guido die kürzen, denn die bringen das alles viel toller auch auf den Punkt. Achso, einmal haben wir auch, sollten wir eine SPD-Ehrung kriegen und da haben wir gedacht, SPD-Ehrung, die unterstützen da und geben da landeseigene Flächen da zur Verfügung für Groß-Lüsewitz hier und so, solange die keinen solchen Standpunkt und sagen, die Amflora brauchen wir nicht und auf der anderen Seite klüngeln so und laden auch die BASF und die Gentechnik-Vertreter da ein und geben da Landesflächen und Gelder dafür, nee, lehnen wir ab. Wie machen wir denn? Wenn, dann wäre ich wahrscheinlich wieder für die Bühne, die anderen sind, mach du mal, ich nicht. Ja, dann wäre ich wieder auf der Bühne und dachte, wie machst du denn? Stehst du da vorne auf der Bühne, wie kommst du denn ans Mikrofon? Das geht ja nicht. Und dann triffst du das alles nicht so. Und dann, wie machst du denn? Und dann hatte Ilse die Idee, wir machen eine Pressemitteilung. Das war super. Die kann man durch die ganze Welt wieder mailen. Und es hat auch gute Wellen geschlagen. Viele Gratulationen gekriegt für unsere Standhaftigkeit. Also ich habe den abgelehnt. Ja, haben wir abgelehnt, ja, weil es eben so ist. Und jetzt, als die Gentechnik hier zu Ende war, hier jetzt, letztes Jahr oder so ähnlich, da haben wir, da hatten wir irgendeinen Brief, weiß ich, was hatte ich mit Borchert, hatten wir irgendeinen Briefwechsel. Und, oder, ich weiß nicht, den Zusammenhang, jedenfalls haben wir gesagt, jetzt würden wir eine Ehrung wieder annehmen. Oder die Ehrung, aber war eben nicht mehr. Jetzt bin ich froh, dass das alles irgendwie weit weg ist und ich will das doch alles vergessen und das war wirklich sowas von schlaflose Nächte und anstrengend und schwer, aber es ist eine große Unterstützung gewesen von allen und aus Deutschland und man muss auch sagen Europa, wenn ich an die Franzosen und die Briten denke, die da kamen, also die nächtlichen Aktionen waren sicherlich bundesweit angereiste Leute, keine Ahnung, aber irgendwie der Wahnsinn und dieser Zusammenhalt und diese Vernetzung, wie das alles so funktioniert. Wir haben irre viel gelernt und sind jetzt ganz schön tough. Dann haben wir immer überlegt, warum springt kein Medium auf diese blöden Tierversuche an? Das ist doch das, was jeder versteht, ja? Dass nur 10 Tiere getestet wurden, ist ja unwissenschaftlich, dass dann Erkrankungen, nur schon bei 5%iger Amflora-Gabe, die Erkrankungen aufgetreten sind, vergrößerte Milz und Leukozytenerhöhung und Schilddrüsenzysten. Warum springen die darauf nicht an? Dann haben wir rausgesucht den Punkt, wo es steht. Das haben die ja selber BASF untersucht und in der EFSA, Europa-Opinion-Einschätzung, steht es drin, Punkt 424. Dann haben wir das immer genannt, ist nachlesbar, das spinnen wir uns nicht nur aus, hier irgendwelche grünen Fuzzis oder so, was oft gesagt wird. Und dann wurde es zähflüssig besser. Dann sind die auch angesprungen und denn mit der Resistenzgeschichte ist ja schwer zu verstehen und nicht so ganz einfach, aber dass es auch so 6 Antibiotika betrifft, wo dann das Kanamycin sogar auf der Weltreserveliste steht für mehrfach resistente TBC und so, das wurde dann auch gefressen, aber es gibt eben auch viele andere Punkte und das ist nicht notwendig. Du hast ja mehr die politische Schiene immer, dieses Profitgeschehen und so. Ja, Gewinne soll jeder machen, aber nicht auf unsere Kosten. Und fair. Ja, es gibt noch vieles, aber ich. Darf ich was einmachen? Ja, doch.
Ich wollte nur sagen, auf uns hier in der Wilsewitzer Ecke hat das einen ganz tollen Einfluss gehabt, dass wir mitgekriegt haben, dass da so eine kleine Truppe, weil eigentlich der harte Kern, das waren vielleicht 7, 8 Leute bei euch, oder? Nein, inzwischen sind wir ziemlich zusammengeschmolzen, also auf 4, 5 oder so, aber wir können noch ein bisschen erweitert im Ernstfall so zugreifen auf noch etliche, die aber den Dienst nicht können oder auch Ulla hat auch einen behinderten Mann zu Hause und so nach Schlaganfall. Jeder hat so sein. Aber es war eine kleine Gruppe, dass die so eine Bambule gemacht hat und im Prinzip die am Flur dort. Ja, wir haben gerüttelt und gezerrt wie bissige Köter und ich glaube, das muss man. Und dann sind andere in den Reihen, die sagen, naja, würde ich erstmal vorsichtig, ach, als zum Beispiel die Erkrankung war. Da war der Ladewig, der vom SWR, der wollte da irgendwas filmen und ich denke, die Kartoffeln sehen aber komisch aus, die Blätter so gekräuselt, so komisch. Naja, den nächsten Tag dahin fotografiert und dann waren da einen Tag so blaue Markierungen irgendwie so raufgesprüht. Keiner wusste richtig, was ist denn das. Dann habe ich da ein bisschen so rumgemählt an so Leute, wo ich dachte, die könnten was, müssten was wissen. Und dann hat mal unsere Kräuterhexe hier, ich bin ja mal so im Kräuterhexenverein und bei Vollmond treffen wir uns, dann habe ich die gefragt, ja, was könnte denn das so sein, diese Kartoffeln, die sehen so krüselig und irgendwie. Und da hat die gesagt, na vielleicht Mosaikkrankheit, wie er geblättert, Mosaikkrankheit und alles. Ja, sieht genauso aus. Aber können wir ja nicht behaupten, nicht wissenschaftlich. Und das war einen Tag, bevor da vom Bundestag wollte da eine kommen. Und ach, ihr wart da, BUND und Grüne, wo ich da auch sprechen musste. Und wo ihr mir das Mikro entzogen habt. Wie fertig wurde, ich wusste ja nicht, wie lange ich durfte. Und den Tag davor, habe ich schon eine Mail vorbereitet und natürlich vorsichtig formuliert, Kartoffelkrank, Amphlora, Mosaikkrankheit, Fragezeichen oder so. Und dann dachte ich, ja, jetzt musst du irgendwie in die Runde fragen, ich kann ja nicht einfach von mir machen, in die Runde fragen, ob die einverstanden sind. Und zum Glück hat keiner dagegen geredet, weil ich dachte, oh, erstmal abwarten und morgen, dachte ich, nee, und dann hat gleich einen Termin gesetzt und hat auch keiner widersprochen und dann habe ich das gleich wieder durch ganz Deutschland und alle Medien geschickt mit dieser Mosaikkrankheit und dann war heftige Reaktion, kartoffelkrank und so. Und am nächsten Tag hörte ich bloß, dass die BASF das moniert hat und gesagt hat, ja, die waren krank, die Hitze oder so. Als wir das angefangen haben zu fotografieren in Serien, da war überhaupt da keine Hitze, also alles gelogen. Und dann hat ja einige Zeit später den Backhaus das auch zugestimmt und gesagt, dass die eine Pilzkrankheit hatte und diese Mosaikkrankheit. Ja, also zwei Dinge. Und das war dann die Bestätigung. Erst hat Erbe gelogen, hat gesagt, es ist nichts. Und ja, dann musste es zugeben, dass es also gefallen war. Aha, ja. Ja, jedenfalls haben wir da auch eine ganze Serie dann fotografiert auch, dann habe ich da Pflanzen abgerissen und die fotografiert und Datum ran und den Verlauf so und ja, alles, jetzt kann ich nicht mehr. Dann gebe ich dir dein Schild zurück, weil wir haben schon so eins bei uns in der Bibliothek am besten Posten und ich will auch gar nicht viel mehr sagen nach diesem engagierten Bericht so zum Ende. Also besten Dank und ich finde eigentlich nur, ich will eigentlich gar nichts anderes mehr sagen als nur eines. Jetzt ist bis auf diesen Pferdeversuch, das ist ja immer wichtig, hier in Mecklenburg-Vorpommern kein gentechnisch verändertes Feld mehr in ganz Deutschland nicht. Und das ist ja erstmal relativ gut, aber ich denke, niemand hier wird irgendwie behaupten, dass eine gentechnikfreie Landwirtschaft oder eine gentechnikfreie, aber ansonsten so bleibende Welt, das ist, was wir schon so eigentlich so als Endhoffnung im Kopf haben. Und insofern finde ich, also ich würde ja im Detail sogar noch denken, da lässt sich das ein oder andere noch besser machen, auch an Kooperationen und Vielfalt und Aktionen. Aber selbst wenn wir jetzt hier eben Ausnahme mit dem Pferdeversuch,
jetzt im Moment keine Genversuchsfelder mehr haben. Wir haben eine Menge von Sachen, die scheiße laufen, schon alleine auch in der Landwirtschaft selber oder in anderen Gegenden. Und diese Kraft, diese Fähigkeit, zusammenzuarbeiten, bunten Vielfalt zu entwickeln, die würde ich mir tatsächlich in sehr, sehr vielen politischen Bereichen in diesem Land wünschen. Und wenn der Abend hier einen ganz, ganz kleinen Teil dazu beigetragen hat, außer dem, dass ich noch hoffe, dass es euch ein bisschen Spaß gemacht hat, würde ich mir sehr freuen. Vielen Dank. Mhm.